Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Ich bin Marlies Schaum und wir haben wieder den digitalen Salon hier geöffnet. Eure Gastgeber sind wie immer die Radio Wissen und das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und es ist der letzte Live-Talk-Salon in diesem Jahr 2013. Und deswegen haben wir uns gedacht, hauen wir noch mal richtig drauf, ne? Machen wir mal richtig großes Fass auf und fragen mal, ob wir uns vielleicht eigentlich mal von dieser schönen Idee verabschieden sollten, dass die Daten im Netz irgendwie sicher sein könnten. Unsere Daten. Und da wandern wir auf diesen sprichwörtlichen Wölkchen, von denen wir gerade schon gehört haben. Wir stürzen uns dabei nämlich aufs Cloud Computing. Gestern haben wir bei D-Radio Wissen noch gemeldet, dass laut einer aktuellen User-Umfrage immer mehr Deutsche sehr skeptisch seien, was Cloud Computing Services angeht. Und auch sowas wie hier, ne, soziale Netzwerke und so. Da wäre man sich seit NSA und Prism jetzt doch nicht mehr so ganz sicher, ob man das alles nutzen soll. Eine andere Umfrage hat allerdings ergeben, dass deutsche Unternehmen und die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen sehr viel hält von Cloud Computing Services und dass die das gerne nutzen und wollen und auch Vertrauen darin haben. Haben wir uns gedacht, okay, ja, was nun? Ne? Sind natürlich zwei Hände und Füße hier irgendwie. Einmal wir User, wir nutzen vielleicht Cloud Computing Services natürlich irgendwie auch vielleicht ohne uns dessen bewusst zu sein. Facebook basiert ja drauf, Twitter, Google, ne? Dropbox, ich weiß nicht, wer eine Dropbox hat und Dokumente teilt, ist auch Cloud Computing dahinter. Andererseits können Unternehmen ja heutzutage in viel größerem Stil Sachen auslagern, brauchen keine Server, keine Software mehr, keine Plattformen, können das alles irgendwo mieten, in großen oder kleinen Umfang, flexibel damit umgehen, Daten hin und her schieben. Ja, und sind diese Daten dann eigentlich noch sicher? Haben wir uns gefragt. Und da es der letzte Salon ist und wir auch nicht draufhauen, haben wir nicht nur zwei oder drei, vier Gäste eingeladen, einfach direkt mal fünf, ne? Und alles Männer. Ja, auch schön. Und ich habe die schon so ein bisschen aufgeteilt in zwei Lager. Das eine Lager sind die, die mit Cloud Computing Kohle machen. Und das andere ist so Wissenschaft, Recht und Gesetz und Forschung. So, ne? Und Kritik im Allgemeinen. Ich habe gedacht, das hilft uns vielleicht nachher weiter, wenn es aufeinander losgeht. Und ich würde anfangen, euch vorzustellen, am besten mit denen, die Geld machen. Unter anderem Klaus Lenzen ist da. Jetzt muss ich mich auch setzen, meinen Spickzettel rausholen, weil ihr seid so viele und ihr macht so viel. Es ist echt schwer. Also Klaus Lenzen arbeitet für Cisco Systems. Ich habe heute noch im Handelsblatt gelesen, dass Internet ohne Cisco Systems wäre wie Autofahren ohne Reifen. Ihr stellt ungefähr alles vom Router bis zur Firewall zur Verfügung, was man braucht, um ein ordentliches Netzwerk zu betreiben. Und seid, glaube ich, auch Marktführer, wenn ich das richtig verstanden habe. Und unter anderem bieten sie auch Cloud Computing Software an. Ich habe auch gelesen im Handelsblatt, dass das erste Quartal von Cisco Systems dieses Jahr wohl nicht so rund lief, also unter den Erwartungen lag, auch was die Zahlen anging. Aber Cloud Computing, das sei bei euch ganz gut und so und Hoffnung. Reden wir nachher noch drüber. Abgesehen davon, dass man mit Cloud Computing Geld machen kann, was findest du daran besonders vorteilhaft? An Cloud Computing? Ja. Dass man halt Services zur Verfügung stellen kann, die man unter Umständen selber nicht produzieren kann. Ja, dass es sehr effektiv machbar ist und dass man das unter Umständen sehr ressourcenschonend aus der Sicht eines Unternehmens halt irgendwo anders einkaufen kann. Wir kommen auf all das ja auch noch zurück. Nikolai ist auch einer von denen, die Geld machen, zumindest irgendwie Geld machen mit Cloud Computing. Nikolai Longolius ist nämlich Geschäftsführer von Schnee von Morgen TV. Ich finde, sowohl die Firma hat einen tollen Namen als auch Nikolai. Und Nikolai sorgt dafür, dass neue Web-TV-Formate entstehen. Also er erarbeitet sie, wenn Unternehmen das wollen, und setzt sie auch mit um. Und das auf Basis von Cloud Computings Infrastruktur. Was würdest du sagen, ist aus Sicht eines Unternehmens der beste Vorteil, wenn man Cloud Computing Infrastruktur nutzt, für das Unternehmen, das sowas nutzt? Was gewinnen die am meisten? Ich sitze heute hier zum ersten Mal auf der Seite der Bösen. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen. Du bist nicht böse. Geld verdienen ist okay. Ja. Die Vorteile für klassische Unternehmen sind nicht so schnell zu sagen. Ich glaube, die Vorteile für neue Unternehmen und Startups, die liegen auf der Hand. Zum Beispiel? Sag mal dass es anders heute nicht mehr geht. Es gibt kein Berliner IT-Startup, was nicht in der Cloud ist. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas wie Geld sparen. Ja, das gilt ja auch für die, ne, die, der Witz ist, für die Startups gilt, dass es anders heute nicht mehr geht. Die sparen nicht Geld, sondern die existieren dadurch. Und Enterprise-Unternehmen verbrennen eigentlich nur Geld in der Cloud bislang. Gut, kommen wir nachher auch noch zurück. Wir wechseln zur anderen Seite. Philipp Otto sitzt hier. Er weiß ungefähr alles rund um Recht und Gesetz, wenn es um Cloud Computing geht, würde ich jetzt mal behaupten. Denn er betreut unter anderem ein tolles Projekt. Es heißt ich will mal iRights Info sagen, aber es ist die iRights Cloud, ne? So ist es richtig, oder? Genau, iRights Cloud, das iRights ist aber ein Projekt Cloud. Von iRights Info. Genau, ich komme immer durcheinander dabei. iRights Cloud ist auf jeden Fall eine Infoplattform, wo man sich alles, was einen zu Recht und Gesetz rund um Cloud interessiert, kann man sich bei euch abrufen.
du weißt Bescheid. Du wirst nachher noch gefragt sein. Alle von dem abgesehen, was ich mal da eben aufgezählt habe, so Facebook oder Twitter oder Dropbox, nutzt du selber irgendwelche Cloud-Systeme noch in deinem privaten Umfeld? Bewusst? Sehr, sehr viele nutze ich. Zum Beispiel? Das geht von Google Drive bis Dropbox bis Verschlüsselungssysteme, die in der Cloud liegen. Ich nutze aber auch ganz bewusst lauter unterschiedliche. Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Sag's doch ganz kurz, warum ganz viele unterschiedliche bewusst? Na, das ist dieser ganze Bereich von Big Data und Verknüpfung und dem Superprofil dieser ganzen Diskussion. Mhm. Und ich glaube, ein Punkt von Bewusstseinsbildung muss am Ende des Tages sein, dass man guckt, dass man die Risiken streut. Und das kann man machen, indem man dezentral agiert und auf verschiedene Anbieter ausweicht. Risiken streuen und dezentral agieren, Leute. Das schreiben wir uns auf für später. Sandro Geiken sitzt neben Philipp. Sandro ist Technik- und Sicherheitsforscher, finde ich, hört sich auch gut an, am Institute of Computer Science der FU in Berlin. Sandro interessiert sich für viel, unter anderem für Cyberwar und Überwachung und Datensammeln, aber eben auch für Cloud Computing und die Sicherheitsaspekte vor allem. Nutzt du denn selber bewusst oder vermeidest du alles, was auf Cloud Computing basiert? Ich achte einfach überhaupt nicht drauf. Also wahrscheinlich versehentlich nutze ich die eine oder andere Cloud. Habe ich dich auf die falsche Seite gesetzt? Nö, ich wechsle mal vielleicht zwischendurch. Okay, gut. Also kritische Haltung, aber durchaus auch was Positives abgewinnen können. Ja. Okay. Frank haben wir noch da, auf der anderen Seite. Unsere Außenseite, in Anführungszeichen, weil du ganz außen sitzt. Frank Pallas ist da. Er ist ganz viel auch, aber unter anderem, ich kann nicht alles aufzählen, ist er Professor für Informatik und Gesellschaft hier an der TU Berlin. Und das ist wichtig heute für uns Abend, denn er interessiert sich vor allem auch für technische und rechtliche Fragen rund ums Cloud Computing. An dich auch die Frage? Immer mittendrin in der Cloud oder eher weit davon entfernt? Mittendrin, ständig, in verschiedenen Dimensionen und diversen Forschungsprojekten. Manchmal auch schon 10-12 Jahre voraus. Aha. Also das ist so die Dimension, in der wir in den Forschungsprojekten denken. Also gar nicht so das, du kannst uns also was im Moment... Die Cloud der Zukunft schon sagen nachher. Ich kann vielleicht Ideen davon vermitteln, worüber gerade so nachgedacht wird mit so einem Horizont. Wo es hingehen könnte. Ja. Super. Also Frank, Sandro, Philipp, Nikolai, Klaus. Wer das am Ende aufsagen kann, kriegt eine Flasche Wein. Ne? Aber nicht im Internet nachgucken. So, wir legen mal los. Ich hätte gerne, weil wir uns ja vor allem für diesen Sicherheitsaspekt hier interessieren heute Abend und wie sicher Daten noch sind, hätte ich gern von euch allen eine kurze Einschätzung auf der ganz normalen Notenskala. 1 wie sehr gut bis 6 total durchgefallen. Wie sicher sind Daten, die wir in Clouds reinschieben, rausschieben, hin und her schieben? Was würdest du sagen, Frank? Eine Note, nur eine Note. 1, sehr, sehr gut, sehr sicher. Kann man Anwalt werden in 3 Sekunden. Es kommt drauf an. Du bist raus, Sandro. Ich muss mich leider anschließen. Ja, es kommt drauf an. Es gibt okay. keine absoluten Sicherheit. Das ist relativ zum Angreifer, zum Interesse. Zwischen irgendwie, so zwischen 2 und 3? Oder? Na, eher so zwischen 5 und 6, aber kommt drauf an. Mhm. Philipp? Eine 5 plus. Eine 5 plus? Sogar. Unterlegt mit einer Untersuchung der Stiftung Warentest der führenden Cloud-Anbieter. Was hast du die gemacht oder was? Nee, die Stiftung was Warentest hat die gut und was war schlecht? 1 war gut. 1 ist sehr gut und 6 ist komplett durchgefallen. Okay. Okay. Nikolai. Ich möchte mich der 5 plus anschließen. Mhm. Und Klaus? 1 plus. Nein, ich denke, dass die Einschätzung, dass es wirklich auf den Einzelfall ankommt, absolut richtig ist. Und man muss wirklich gucken, welche Daten man wohin schiebt und was will der Angreifer. Okay, dann sagt mir doch mal ganz kurz, wo liegen hier die größten Sicherheitsrisiken? Für so kleine private Nutzer wie mich, die Facebook nutzen, oder für die großen Firmen, die je mehr Daten sie reinschieben, auch je mehr Risiko haben? Ist es so einfach? Je mehr Daten, desto größer das Risiko? Nee, es kommt auf die Daten an. Es kommt, aufs Volumen. Welche? Kommt nicht aufs Volumen an. Mhm. Welche Daten? Je privater, desto schlimmer, wie immer. Naja, für Unternehmen gibt es natürlich irgendwo ein Level von unternehmenskritischen Daten, wo sehr wenige Dokumente ausreichen, um Schaden anzurichten. Und für Privatpersonen gilt das wahrscheinlich eher im Zusammenhang, den die Daten auslösen. Und an welcher Stelle ist das größer? Wenn die Daten übertragen werden vom Nutzer in die Cloud, wenn sie in der Cloud sind oder wenn sie wieder rausgenommen werden? Wo sind hier die Risiken? Wie wir in der aktuellen Affäre ja sehen, wird überall werden Daten abgezogen. Also es ist egal. NSA verschafft sich, was sie haben wollen. Das ist nicht pauschal jetzt die NSA oder irgendein britischer Geheimdienst. Trivialer Vergleich, dass sich der oder der jetzt ganz bestimmt das nimmt. Aber grundsätzlich haben wir an allen Stellen Unsicherheitsfaktoren. Und wenn ein Interesse besteht, dann kann an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen eingegriffen werden und die Daten verloren gehen. Also stimmt unsere große Frage, das ist alles eine Illusion, dass Daten sicher sein könnten im heutigen Cloud-Verkehr?
Also ich würde, ich würde vielleicht mich erstmal anschließen mit dem Aspekt, dass es an vielen, vielen verschiedenen Punkten was gibt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wahrscheinlich im Transfer, wenn es nicht irgendwie, sagen wir mal, der interne Transfer, wir haben das ja alles gesehen, ist, ich glaube, der Transfer ist einigermaßen safe, wenn er nicht der auf RC4 basiert. Also von zu Hause Firma, nach irgendwo hin. Weil er so gut verschlüsselt ist, oder? Weil inzwischen es eigentlich, sagen wir mal, also Raketenwissenschaft ist es nicht irgendwie so einen Transfer sicher zu machen. Das Handling auf dem anderen Ende ist, glaube ich, eher kritisch, und da haben wir auch schon das eine oder andere gesehen. Und also wie die Anbieter der Cloud-Systeme mit den Daten dann umgehen, was dann damit wie die passiert. Lagern, was damit passiert. Ja, also da gab es ja Zwischenfälle, oder was heißt Zwischenfälle, aber da gab es dann Evidenz dafür, dass eine Dropbox so ein Word-Dokument halt aufmacht, ja, und da reinguckt und solche Sachen. Also ich glaube, am ehesten im Handling beim Anbieter, da muss man wahrscheinlich am ehesten drauf gucken. Weil jeder, der die Daten verwaltet, kann generell reingucken, ist das so? Das kommt aus den Services. Nicht, nein, so nicht, aber in vielen Services, so wie sie heute umgesetzt sind, ist das so. Es gibt bestimmte Arten von Diensten, bei denen das auch gezwungenermaßen so sein muss. Und dann gibt es aber auch Dienste, die man von Beginn an so bauen kann, dass das nicht so ist. Mhm. Wer sind denn hier die Guten? Wer guckt nicht rein? Nennt doch mal ein paar. Das sind im Zweifel immer die forschen und nicht die damit Geld verdienen. Aber das ist natürlich so ein Problem, das wissen wir ja nicht. Ja? Also das große, oder eines der strukturellen Probleme bei der Cloud ist ja, dass ich das sozusagen abgebe an jemand Drittes. Und ich muss dem dann mehr oder weniger vertrauen, ja, dass der das macht, was er sagt. Ich muss dann auch darauf vertrauen, dass der weiß, was er macht, was er sagt, dass er das richtig konfigurieren kann und so weiter. Bei den größeren Jungs mache ich mir da weniger Sorgen, aber bei so mittleren Kleinen weiß man das schon wieder nicht so genau, ob die das alles auch können, wie sie es versprechen. Und das ist einfach so eine Hürde, ja, da ist so eine gewisse Intransparenz. Ich gebe das ab, ich kann das nicht selber kontrollieren. Das ist einerseits gut, weil im Zweifelsfall bin ich schlechter drin, Sicherheitsentscheidungen zu treffen, habe auch gar nicht das Geld, wie Cisco jetzt, so ein Ding zu sichern. Aber dann weiß ich halt eben nicht, ob da die NSA irgendwelche Verträge mit denen hat oder der habt ihr? Das wenn es natürlich nicht, wollte ich jetzt nicht unterstellen, ja, aber man weiß halt eben nicht, wer da ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass so eine schöne dicke Cloud mit so schönen, saftigen Daten auch ein schönes dickes Ziel ist für viele Angreifer, insbesondere dann für Nachrichtendienste, die halt massenhaft gerne Sachen. Und das ist dann natürlich aus so einer Economy of Scale sozusagen attraktiv, einfach eine Cloud anzugreifen. Na, aber guck mal, jetzt hat Nicola eben gesagt, Startups können schon nicht mehr ohne Cloud-Computing-basierte Infrastruktur. Und wir nutzen das alles, weil wir gerne bei Twitter sein wollen oder meinetwegen die Dropbox nutzen wollen. Wie kann man sich denn persönlich jetzt als wir kleine User absichern, dass ich möglichst sicher sein kann? Also gibt es was, worauf man achten kann? Es muss doch irgendwelche... Uninteressant sein. Das ist immer noch das Beste. Vielen Dank. Vielleicht erstmal von mir. Ich glaube, diese Gegenüberstellung von der alten Welt gegen die neue Welt macht ja an vielen Stellen überhaupt keinen Sinn. Oh, ich wollte gar keine Welten gegenüberstellen. Es gibt sozusagen das neue Cloud-Computing. Wenn es was Neues gibt es ja auch was Altes. Ja? Aber ein altes Facebook ist ja extrem langweilig, das lokal auf meinem Computer funktioniert. Ja, das nannte sich Tagebuch früher, aber dann war es auf Papier. Aber sozusagen dieses digitale Tagebuch macht ja erst in diesem sozialen Kontext Sinn. Das heißt, es gibt es ja überhaupt erst in der Cloud. Und so gibt es diese beiden Arten von Sicherheit. Die erste Frage ist, wer kann meine Daten lesen? Und die zweite Frage ist, sind meine Daten morgen überhaupt noch da? Ja. Und was Cloud Computing angeht, haben wir uns gerade auf so eine mittelschwere 5 hier geeinigt. Und das ist, glaube ich, auch eine faire Aussage, weil wir heute über die Zustände auch eine ganze Menge wissen. Was halt klar sein muss, ist, dass die alte Welt im Gegensatz dazu eine glatte 6 ist. Also das heißt sozusagen, ich glaube, das war eben die Verwirrung, dass wir alle hier so ein Stottern kamen und was verteidigen sollten, was dagegen einfach Dreck ist. Also wir haben heute viele Probleme, aber die Probleme, die wir davor hatten, waren eine Katastrophe. Also du meinst, wir müssen aufhören zu greinen und mit dem arbeiten, was wir eben haben? Ich glaube, wir sollten empört sein über all die Probleme, die wir haben, und das angehen, ja. Und wie angehen? Ich wollte nur gerade mal reingrätschen. Die Welt von vorher war jetzt nicht unbedingt eine glatte 6. Ja, jedes einzelne System war eine glatte 6 im Vergleich zu einer schön gewarteten Cloud. Aber für einen Angreifer wie einen Nachrichtendienst zum Beispiel, der halt massenhaft Daten absammeln will, ist es extrem schmerzhaft, in 10.000 Einzelrechner einzubrechen mit unterschiedlichen Konfigurationen und so weiter und so fort, als in eine einzelne Cloud. Ja, eine einzelne Cloud ist für den Nachmittag Arbeit, für die Cracks, die da haben. Und 10.000 Einzelsysteme, das machen die einfach schon nicht. Ja, das skaliert nicht mehr. Von daher so sehr viele unsichere Systeme ist dann im Zweifelsfall manchmal doch sicherer,
Kommt drauf an, auf die Intention, die der Anwalt hat. Sicher, es hat ein sehr großes Wort. Im Hinblick auf die Geheimdienste stimmt es total. Anderer Hinblick ist, meine Datensicherung war früher auf gebrannten CDs. Davon hat keine bis heute überlebt. Ich bin todtraurig, dass all meine Daten weg sind. Aber keiner konnte reinspähen, weil du sie nicht rausgegeben hast. Ja, und heute könnte ich sie der NSA übertragen und sie könnten nicht reingucken. Die sind nämlich zerfressen. Also dein Plädoyer geht eher in Richtung, man muss damit arbeiten, weil es geht nicht mehr anders. Aber sag, also du hast das. Der Deutsche will müssen, ne? Nein, Entschuldigung. Der Deutsche will müssen. So siehst du das. Klaus, du verdienst, nicht du persönlich unter anderem, aber deine Firma verdient Geld damit, dass sie eben unter anderem diese Cloud-Computing-Software verkauft. Es ist, wie das Handelsblatt eben heute schrieb, einer eurer besten Stützpfeiler momentan. So schrieben die das. Ist das übertrieben oder wird das echt so gut nachgefragt? Nein, das ist schon ein Trend, der deutlich zu sehen ist. Und die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist, woher kommt das? Und ich glaube, das Beispiel von dir war sehr, sehr gut. Von Nikolai. Von Nikolai, danke. Dass das neue Startup-Unternehmen einfach gar nicht mehr ohne bestimmte Services oder auf bestimmte Services zurückzugreifen, einfach ihr Geschäft starten können. Weil wir haben eine so arbeitsteilige Welt, dass das nur noch durch Standardisierung zu schaffen ist. Wir als Produktentwickler im Internetbereich sind ja auch durch die ständigen Anfragen unserer Kunden nach Standardisierung von Betriebsabläufen, um die weiter zu optimieren. Die wollen nicht eine Vielzahl von Geräten haben, sondern die möchte gerne eine Plattform haben, die möglichst effizient zu managen ist. Und das ist dann auch wieder eine Basis, wo Frank dann anfängt zu forschen, um die Standardisierung der Cloud der Zukunft jetzt schon sicherzustellen, dass demnächst die Produkte halt genau dieses können. Mhm. Weiter effizienter und zusammenschrumpfender und effektiver für den einzelnen Benutzer zu sein. Okay, bevor wir zu der Zukunftswolke da kommen. Nikolai, vielleicht kannst du uns dann einmal klar machen, wenn du sagst, man muss damit arbeiten, es geht nicht mehr anders. Warum ein Startup heutzutage Cloud Computing Services braucht? Zum Beispiel, wenn du ein Web-TV für irgendeinen Kunden fiktiv meinetwegen irgendein Webformat jetzt entwickelst. Genau. Warum braucht ihr das? Der Umgang mit Filmen im Internet ist relativ aufwendig. Ja, also Filme von einem Format in ein anderes zu wandeln ist aufwendig. Filme neigen dazu, sehr groß zu sein in Daten. Wir müssen die speichern. Wir speichern Petabyte von Daten. Das ist sehr viel in Festplatten. So. Und wir wollen viele Zuschauer haben und haben jetzt Millionen von Zuschauern und die gucken alle dann auch noch gleichzeitig Filme. Das heißt, wir brauchen sehr viele Datenleitungen. Und die Krux ist, dass wir die nicht immer brauchen. Das heißt, wenn man... Also erstens ist es teuer und zweitens braucht er sie nicht immer. Nee, das Problem ist, dass Computer, die sich langweilen, unglaublich teuer sind. Computer, die was tun, kosten sehr wenig Geld. Computer, die sich langweilen, sind sehr teuer, weil die verbrauchen den gleichen Strom, die haben die gleichen Anschaffungskosten. Und das heißt, wir haben Momente, wo wir deutlich mehr als 1000 Server gleichzeitig betreiben. Mhm. Und die können wir binnen Minuten hochfahren. Mhm. Und die brauchen wir dann für eine Stunde und dann legen wir die wieder schlafen. Und das kostet sowas wie $15. Oder so in der Größenordnung. Und ich habe mal einen Serverraum, da war ich mal verantwortlich dafür, dass ein Serverraum gebaut wurde mit 80 Servern. Mhm. Und ich kann sagen, dass alleine die Konfiguration der Klimaanlage mir Albträume beschert hat, über ein halbes Jahr. Und jetzt kann ich 1000 Server mit einem Mausklick starten. Aber wo hast du deine Server? Beschreib doch mal, wo sind die? Das ist mir sowas von wurscht. Also ich frage aus Neugierde. Also wo hast du die gekauft, gemietet? Die günstigsten mieten wir uns im Moment an der US-Ostküste. Mhm. In drei Rechenzentren, die da rumstehen. Aber es ist auch wirklich wurscht. Wir haben auch welche in Deutschland, wir haben welche in Irland. Mhm. Und wir können die innerhalb von ungefähr 2 Minuten über die Kontinente transferieren. Also wenn du merkst, die Kapazität reicht nicht mehr, kaufst halt ein bisschen mehr dazu, mietest dazu quasi. Genau, nur dass ich das nicht merke, sondern ein Computer. Mhm. Und das braucht man heutzutage, sagst du so? Nö, man kann ja auch andere Sachen machen, aber wir machen halt Fernsehen, das ist ganz gut. Und andere Startups, du hast eben gesagt, die Startups generell, die vor allem auch in Berlin hier aus dem Boden schießen, dauernd die ganze Zeit? Es gibt ja auch Strick-Startups, die brauchen kein Cloud-Computing. Ja? Aber gerade in Berlin gibt es natürlich eine Menge Alle mit Internet und Technologie, genau. Meine ich jetzt natürlich. Und das Problem, wenn man eine neue Idee hat, ist ja, man weiß nicht, wie erfolgreich sie wird und man weiß nicht, wie groß sie wird. Das ist ja ein ganz klassisches Problem. Und da wir alle hoffentlich Optimisten sind, gehe ich natürlich auch davon aus, dass das Ding durch die Decke geht. Also fange ich an, technische Infrastruktur auf der Basis zu kalkulieren, von das Ding geht durch die Decke. Mhm. Und turns out, die kann ich mir nicht leisten. Mhm. Es ist ja ganz einfach, wenn ich einen neuen Fernsehsender gründe und ich sage, ich werde so groß wie Bertelsmann und ich rechne das Ding in Satellitenschüsseln und
was weiß ich nicht, was Bertelsmann alles hat, dann kann ich das nicht bezahlen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und wenn ich aber mir IT-Infrastruktur Stück für Stück nachkaufen muss, dann ist das eine Katastrophe. Weil, wie gesagt, jeder, der einen Serverraum mal gebaut hat für 80 Server, weiß, was ein Problem das ist, wenn der 81. kommt und er mit den Klimatechnikern telefonieren muss, wie in meinem Fall, was einfach Weltuntergang bedeutet. Ja? Das heißt, für Startups heute ist Skalierbarkeit das A und O. Also wachsen können ohne Ende. Und vor allem, wachsen können ist immer das eine. Und schrumpfen können. Mhm. Schrumpfen können ist viel wichtiger in Wahrheit. Mhm. Billig schrumpfen können ist für ein Startup, was eine Krise durchstehen soll, viel wichtiger als wachsen zu können. Mhm. Jetzt sagt Nikolai, es geht nicht ohne. Seht ihr das genauso? Es gibt keine Alternative momentan zur Cloud. Ist das so? Also in dem Kontext Startups, irgendwie kleine Unternehmen, also gerade das, was so in Berlin-Mitte passiert, sehe ich das auch so. Aber die Welt ist ja größer als Berlin, nichts gegen Berlin. Also ich sage, also niemand wird behaupten, dass ich sag mal so die traditionellen Größen Köln. Die traditionellen Branchen und auch sag mal, die etablierten Anbieter im IT-Bereich, dass die nicht ohne Cloud könnten. Für die kann das in bestimmten Kontexten ein ganz sinnvoller Mechanismus sein, aber ich bin da vollkommen bei dir. Gerade so ein junges Startup und man stellt sich das mal vor, die haben eine tolle Idee. Und jetzt passiert was ganz Großartiges, was aber ohne Cloud Computing das Schlimmste der Welt wäre. Man kommt in der Tagesschau. Ja? Und dann sitzen die Leute auf dem Sofa und da reichen die Regionalnachrichten schon, um im traditionellen Modell einfach das, was so ein kleines Startup sich an IT da üblicherweise hinstellt, irgendwie in die Knie zu zwingen. Mhm. Dann bricht das System zusammen, keiner kann mehr Schnee von morgen TV gucken, wenn du das anders aufgezogen hättest. So, und gerade für so kleine Unternehmen ist das eine Möglichkeit, mit solchen Spitzen, kurzzeitigen Spitzen umzugehen. Es gibt auch so Unternehmen, bei denen es ganz, ganz klare Verläufe über so einen, also über einen Tag und auch über, also das. Es gibt Unternehmen, die werden üblicherweise auch Montagmorgen mit der vierfachen Last von Freitagmorgen beschossen. Mhm. Und das wiederkehrend. Ja? Wenn man das sogar noch planen kann, dann kann man es irgendwie im Vorhinein sagen, okay, jetzt ist es wieder zu erwarten, jetzt kaufen wir ein bisschen was dazu oder mieten ein bisschen was dazu, skalieren das hoch, sind dann ready und wissen aber auch, so ab 12 kommen wir langsam wieder runter. Mhm. Und das, also um solche Anfragen zu bedienen, das, was man sich selbst in den Keller stellen müsste, dann passiert Innovation im Zweifel nicht. Gut. Ein Punkt Philipp, dazu noch. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der hier auch eine Rolle spielt und der das auch untermauert, dass Startups kaum mehr ohne können, ist die internationale Ausrichtung. Ich glaube, fast alle Startups haben irgendwo Leute sitzen, mit denen sie in Konferenzen den ganzen Tag über sprechen, wo sie mit Kunden sprechen etc. Und ich glaube, allein dieser ganze Datenverkehr, das Dokumente teilen, die Videotelefonie etc. pp., das ohne Cloud zu denken, ist, glaube ich, nahezu undenkbar inzwischen. Aber man sollte das mal ein bisschen wegholen, nur von den Startups. Wir haben in Deutschland 3,2 Millionen Mittelständler, die erwiesenermaßen das Rückgrat der Wirtschaft darstellen. Und wenn jeder Malermeister, der eine Webseite braucht oder ein E-Mail-Postfach braucht, damit er erreichbar ist, sich einen Server in den Keller stellen müsste, also wenn es nur ein kleiner PC ist, das wird einfach nicht funktionieren, weil der gute Mann ist Maler. Klar. Das macht er besser als ich und darum beschäftigt er sich nicht mit dem Computer und dem E-Mail-Server aufsetzen im Keller, sondern der kauft diesen Dienst ein und dafür gibt es Dienstleister aus der Cloud. Und wenn man sich überlegt, als ich vor 25 Jahren das erste Mal mit der IT in Berührung gekommen bin, da gab es Modems, 1275 Baud, und die Cloud, die dahinter hieß, einfach BTX, das war die erste Cloud. Ne? Das war alles in einem Rechenzentrum von der Post damals. Und dort haben die ersten Einzelhändler und Shops angefangen, ihre Waren anzubieten. Es hat sich definitiv weiterentwickelt. Da, wo du gerade den Malermeister erwähnt hast. Ne? Ich habe gelesen, dass das Bundeswirtschaftsministerium seit 2011 bis noch 2014 ordentlich erforschen lässt, welche technischen und rechtlichen Lösungen man so finden könnte, damit die Clouds noch sicherer werden, damit das Cloud Computing noch sicherer wird. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Wenn ihr schon eben gesagt habt, wir brauchen es, es ist da, viele brauchen es, es wird weitergehen, aber Sicherheit eher so 5 plus bis 4. Also ich meine, welche Möglichkeiten gibt es, um Cloud Computing sicherer zu machen, technisch und rechtlich, Philipp? Ich glaube, einer der ganz, ganz wesentlichen Punkte, wenn man jetzt den Layer über alles drüber zieht, ist die Frage vom Einsatz von Open-Source-Software, ja oder nein. Mhm. Ich glaube, wenn man in diesen Bereich reingeht und investiert und auch Dritten
den Code zur Überprüfung zulässt, ob da Fehler drin sind, ob da möglicherweise ein Geheimdienst drin sitzt, etc. pp. Ich glaube, das ist die größte Form von Sicherheit für ein Gesamtsystem. Natürlich hat jeder Endverbraucher auch noch viele Möglichkeiten, ein Maximum oder ein mögliches Maximum an Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, indem er verschlüsselt, indem er, es fängt zu Hause an mit der Festplatte und mit E-Mails etc. pp. Und ich glaube, in Zukunft werden wir auch Systeme haben, die nicht mehr so kompliziert sind wie heute. Heute ist es noch zu kompliziert für die allermeisten Endverbraucher, aber in Zukunft werden wir da ein komplett anderes gesellschaftliches Verständnis davon haben, weil das, die Awareness wird da wachsen an dem Punkt. Es gibt ja immer wieder, du kennst dich ja aus mit den Rechten und mit den Gesetzen rund um Cloud Computing. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, die Amis sind da viel laxer, die Europäer, die sind da viel strenger. Wie sind denn die Deutschen? Welche rechtlichen Vorgaben gibt es denn, wenn man bei uns einen Cloud Computing Service, eine Infrastruktur anbieten möchte, auch in Deutschland oder in Europa wird die betrieben? Welche rechtlichen Vorgaben gibt es? Was müssen diese Firmen leisten, bevor sie es anbieten dürfen? Sie müssen in erster Linie deutsche oder europäische Datenschutzstandards beispielsweise einhalten. Und das sind ganz wesentliche Punkte, die eben Server, die irgendwo sonst stehen, an der Ostküste zum Beispiel, wo das nicht gesetzt ist, was das am Ende des Tages heißt oder ob nicht Zwischenlasten auch woanders liegen. Diese Überprüfbarkeit hat man in den seltensten Fällen. Mhm. Sozusagen, es fehlt der Schritt, genau hier auch zu kontrollieren. Wird das denn tatsächlich eingehalten? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo Cisco vielleicht auch noch mal möglicherweise was dazu sagen könnte oder du was dazu sagen könntest, wie ihr das garantieren könnt an diesem Punkt, dass beispielsweise, wenn ihr auf die Werbung draufschreibt, die Server stehen in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das tut, aber es bietet sich ja gerade an und wahrscheinlich erklärt das auch so einen Quartalsgewinn. Wie wird das sichergestellt und wie wird das auch Dritten zur Überprüfung bereitgestellt? Weil das ist ja der entscheidende Punkt. Klaus. Also das Thema sich beantworte den Punkt gerne. Die spannende Frage ist da immer, was definiere ich denn als sicher? Was ist für mich selber sicher? Und dazu muss ich eigentlich wissen, mit welchen Daten ich an der Stelle hantiere und die irgendwo ablege. Beim Streaming von Video, da kommt es wahrscheinlich darauf an, entsprechende Bandbreite zu haben und genügend Streaming-Endpoints zu haben, die bedient werden können gleichzeitig. Wenn ich aber ein Forschungsdokument aus meiner R&D-Abteilung habe, das irgendwo liegt, dann würde ich mir das fünfmal überlegen, ob ich das in die Cloud lege oder nicht besser auf einen separaten Server, der vielleicht gar keine Netzverbindung hat. Also man muss immer erstmal klären, was ist denn für mich Sicherheit? Also das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also du meinst, muss der User selber entscheiden? Natürlich, der User muss in die Cloud auch steckt und nicht. Er muss sich bewusst sein, dass nicht alles da besonders gut aufgehoben ist. Exakt, genau. Was wir als Hersteller an der Stelle tun können, ist, wir können bestimmte Sicherheitsfunktionen, die unsere Produkte, jetzt ein Router oder ein Switch oder eine Firewall, leistet, die können wir überprüfen lassen. Und dafür gibt es etablierte Verfahren. Eins der wesentlichen Prüfverfahren, das weltweit eingesetzt wird, ist halt Common Criteria. Wir sind einer der größten Investoren in Common Criteria-Zertifizierungen weltweit. Das machen wir über den Globus verteilt. Und das Interessante dabei ist, dass Common Criteria halt ein Framework vorgibt, ein Rahmenwerk vorgibt, wie geprüft werden muss. Und dass die individuellen Prüfpunkte, die Checklisten, die während des Prüfverfahrens abgearbeitet werden, also die Sicherheitseigenschaften des Produktes beschreiben, individuell für die jeweilige Prüfung festgelegt werden. Und das ist eine Überprüfung, die durch unabhängige Dritte erfolgt. Und das dann kann von ich staatlicher einsehen Seite, bei euch? Das Ergebnis, also A, gibt es ein Zertifikat, das von einer staatlichen Stelle, die dieses Verfahren, das ist weltweit, sind 27 Nationen, die sich diesem Verfahren angeschlossen haben. In Deutschland hat das Innenministerium, stellvertretend für das Innenministerium des BSI, dieses Memorandum of Understanding zur Teilnahme an diesem Common Criteria-Verfahren unterschrieben. Und wenn wir in den USA beispielsweise einen Router und dort die VPN-Funktion prüfen lassen, dann kann man das Prüfzertifikat und den Prüfreport anschließend einsehen. Und wie oft prüft ihr? Ist das vorgeschrieben? Nein, das ist nicht vorgeschrieben, aber wir haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass wir durch unabhängige Prüfungen das Vertrauen in unsere Produkte hochhalten. Mhm. Und darum investieren wir sehr viel Geld in dieses Verfahren. Die junge Dame, die da eben so laut geklatscht hat, ne? Warum musstest du da so klatschen oder lachen oder ich weiß nicht was, als er gesagt hat, es wäre so schwierig, das zu überprüfen? Sagst du mir das?
wie sicher das ist. Also eigentlich habe ich nicht geklatscht, als er gesagt hat, das sei so schwierig zu überprüfen. Ja. Das kann man auch beklatschen, weil natürlich der Verkehr grundsätzlich im Internet ja nicht verschlüsselt übertragen wird. Aber mich hat eigentlich eher der Transparenzaspekt interessiert. Mhm. Deshalb habe ich geklatscht, weil ich mich da auf Antworten freue und vor allem auf die große Transparenzoffensive. Von wem erwartest du mehr Transparenz? Eigentlich von allen Seiten, die beteiligt sind. Also von Betreibern von Cloud-Services, aber auch von Unternehmen, die Cloud-Services benutzen und darüber Auskunft geben, welche Dienste sie verwenden und was sie vielleicht auch von den Diensteanbietern verlangen oder worauf sie Wert legen. Also hast du denn schon mal versucht, mehr Transparenz also für dich selber reinzukriegen in was du benutzt, in Cloud-Computing-Service oder so? Hast du mal versucht, hinter die Kulissen zu blicken oder? Bei einem Service an sich nicht, aber grundsätzlich natürlich dabei, wie also sozusagen grundsätzlich Wissen darüber zu erlangen, dass es Serverstandorte gibt und wie Unternehmen versuchen, ihre Server grundsätzlich zu verteilen und auch in mögliche Alternativen, was Frederik eingangs angesprochen hat, auch das interessiert mich, wie können dezentrale Infrastrukturen aussehen, ist das überhaupt möglich? Und ja, also da habe ich schon versucht, mir die Sachen anzugucken, aber es ist ja eben an der Stelle auch eben nicht die große PR-Offensive von Unternehmen, zu sagen, unsere Server stehen hier und hier und hier, sondern eben nur ganz allgemein. So, wir haben Server in Europa, wir haben Server in Deutschland, aber eine Garantie zu geben und auch möglicherweise zu informieren über das, was dahinter liegt, nämlich wie die Daten zwischen den Servern übertragen werden. Also was nützt es mir, wenn meine Daten auf dem Server in Deutschland liegen, sie aber, wenn ich sie von einem anderen Ort aus abrufen möchte, einmal durch die ganze Welt transportiert werden, um dann auf einem Server zu landen, der ebenfalls in Deutschland wieder steht, aber dabei einen Weg durch die ganze Welt genommen zu haben. Wo also jeder vielleicht mal reingucken könnte, der genau, wollte. Genau. Okay. Vielen Dank. Also diese Transparenz, seht ihr das genauso? Ist das ein großes Problem? Frank, schüttelst du etwa den Kopf? Nein, hundertprozentig. Die Transparenz? Ja, also ich glaube, das ist sogar eine der Kernherausforderungen, auch irgendwie einer der Kernwidersprüche, mit denen wir es jetzt schon zu tun haben und in Zukunft erst recht haben werden. Weil wir zum einen, haben wir ja vorhin schon gesagt, wir wollen ja irgendwie Cloud Computing nutzen, weil das irgendwie auch immer heißt, andere arbeiten lassen und ich bin eben Maler und ich kann malern und ich kann verdammt nochmal nicht irgendeinen Server administrieren und ich will das auch alles gar nicht wissen. Das muss funktionieren. Ja, genauso wie irgendwie für viele Menschen einfach ein Auto funktionieren muss, ohne dass man da jetzt unbedingt eine Umlenkrolle vom Keilriemen irgendwie verstehen muss oder sowas. Auf der anderen Seite gibt es dann aber immer wieder Situationen, an denen man dann doch irgendwie aus unterschiedlichsten Gründen entweder es wissen will oder es wissen wollen muss, was, wo, etwa, also einfach. Allein wenn man sich entscheidet, welchen Service man nutzen möchte. Also rechtliche Fragen, da gibt es ganz, ganz viele Konstellationen, in denen es irgendwie, in dem man das irgendwie als Cloud-nutzendes Unternehmen dann auch irgendwie wissen muss eigentlich, weil seine Kunden wieder ein Auskunftsrecht haben. Das machen wir in Forschungsprojekten ganz, ganz viel, solche Fragen. Das wird so ein Kernkonflikt werden. Und das fängt schon damit an, dass irgendwie kaum einer weiß, wo denn eigentlich also die Daten liegen, die ich jetzt so in meinen Dropbox schubse. Ja? Also ich meine, hier im Kreis wissen wir das wahrscheinlich, aber ich glaube, da draußen denken ganz viele Leute, da gibt es diese Firma Dropbox, die hat ja immer ein großes Rechenzentrum mit 50.000 Millionen Festplatten. Diese Leute gibt es nicht nur da draußen, ich bin eine von denen. Hier im Kreis, ja. Das ist auch die Frage, was kann ich mit Transparenz anfangen? Ja, wir haben so bei uns häufiger, also im Bereich Hochsicherheit häufiger das Problem, dann wollen Leute auch Transparenz darüber, was wo ist. Transparenz für Territorialität ist sicherlich wichtig, also ob Server in den USA steht oder nicht, haben wir gemerkt, ist wichtig, weil einfach die Territorialität ausschlaggebend ist dafür, wer rechtlich mit welchen Mitteln da was tun darf. Das heißt, wenn dein Server in den USA steht, dann können die Amerikaner wissen, was ich mir ansehe oder nicht, ob das dann strategisch relevant ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ist auf jeden Fall eine andere Situation, als wenn der halt in Deutschland steht. Das ist also eine wichtige Geschichte. Aber eine andere Geschichte ist, ob die dann auch mir die technischen Details ihrer Sicherheitskonfigurationen offenlegen müssen, ihren Quellcode. Denn da verstehe ich als Laie überhaupt nichts davon. Die Erfahrung haben wir ganz oft gemacht. Dann haben irgendwelche Generäle die Spezifikationen angefordert, standen da vor so einem dicken 300 Seiten Buch voller technischer Daten, konnten echt überhaupt gar nichts damit anfangen. Haben das dann schnell verschwinden lassen, ne, damit keiner nachfragt, ob das was denn jetzt damit wäre. Habe aber im Zweifelsfall dann das Problem, wenn ich das offenlege, dass ich dann natürlich auch meine Lücken offenlege, Sicherheitsprobleme offenlege, die ich selber vielleicht gar nicht so kenne. Und wenn ich das dann entsprechend breit streue, ist das wieder ein Problem. Ja, also mit Transparenz muss man gucken. Und dann wollte ich noch zu Open-Source-Geschichten sagen, das ist so
ich weiß nicht, ob das so ein relevanter Sicherheitsvorsprung ist in einigen Bereichen. Also das, die Diskussion gibt es immer. Es ist klar, Open Source hat weniger Verwundbarkeiten in der Basis. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Aber zum Beispiel für die Nachrichtendienste ist es völlig irrelevant. Ja, die haben also für Commercial off the Shelf haben die pro Produkt 1000 Exploits auf dem Regal, aber pro Open Source haben die immer noch 500 Exploits auf dem Regal. Das reicht immer noch aus, um da reinzukommen. Für Kriminelle genau ist es dann schon ein Angriff, ja, und fertig gebastelter Angriff. Für Kriminelle ist es dann schon relevanter, ja, die haben dann also größere Schwierigkeiten, da einzusteigen. Aber Kriminelle kriegen auch langsam Schwierigkeiten mit gut entwickelten kommerziellen Produkten. Ja, Microsoft zum Beispiel mit seinem Secure Development Lifecycle, die haben also so ein Vier-Augen-Prinzip jetzt, wenn sie Software entwickeln und sind dadurch in der Lage, ganz viele von diesen Standardverwundbarkeiten, die also so vom Bodensatz der Kleinkriminellen immer gerne ausgebeutet werden, die haben sie einfach rausgekämmt. Ja, und dadurch fällt so dieser unterste Satz Angreifer weg. Und von daher kann also auch, wenn ich jetzt ein Geschäft habe, das sozusagen nicht für einen Nachrichtendienst ist, interessant ist, sondern nur für irgendwelche Kreditkartenerpresser aus irgendwo, dann reicht mir unter Umständen auch eine gute kommerzielle Security. Und dann muss ich nicht irgendwelche hohen Spezifikationen, Transparenz, Open Source und so weiter haben. Und das ist aber eben genau der Punkt, wo es halt eben darauf ankommt. Ja, was lege ich da rein? Das ist ganz wichtig. Für wen ist das interessant? Was bringt der für Ressourcen mit, für Interessen mit? Wo kommt der überall durch? Und da zum Beispiel bei Forschung und Entwicklung, das gehört einfach nicht in die Cloud. Ja, das hat da nichts zu verloren. Kundendaten mit Kreditkarten und so weiter ist auch schon so grenzwertig. Da müsste ich dann wirklich eine Cloud nehmen, wo ich mir sehr sicher bin, dass die sehr sicher ist. Das ist eben der Punkt, den man so... Es sind unglaublich viele Punkte, die man ja beachten muss. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen noch zusammenfassen. Also wir haben uns schon darauf geeinigt, dass Cloud-Computing-Systeme einfach da sind, die Infrastruktur. Sie wird genutzt, die wird gerne auch von kleineren Startups genutzt oder von uns als Privatpersonen. Jeder ist ein bisschen selbstverantwortlich, was er in seine Cloud reinschubst, weil man sich einfach bewusst sein muss, total sicher ist es nicht, wie so vieles im Leben und erst recht nicht Daten, die in irgendwelchen virtuellen Welten hin und her geschoben werden. Und ich habe jetzt aber immer noch von euch keine Antwort darauf, ob wir es denn sicherer machen können und ob wir es überhaupt wollen. Ja, können wir. Ja. Können wir. Ha! Und zwar, Nikolai. Also, vielleicht, wenn ich den Einsatz noch vorneweg sagen darf, ich halte diese deutsche Datenpakete für deutsche Bürgerattitüde total für eine Katastrophe. Das ist irgendwie so ein... Weil, was ich eben angesprochen habe, dass man sagt, in Deutschland gibt es strengere Datenschutzgesetze, daran müssen sich Firmen gehalten. Das gibt es und wir können auch eine Debatte darüber führen, welche Speicherorte für was unter welche, was ich reguliert das gut, werden. Um das schon mal einzustreuen. Aber darüber reden wir doch gar nicht. Du wolltest mir doch gerade sagen, wie man das sicher machen kann. Alles. Genau. Mit Empörung. Ich glaube, dass das Hauptproblem in dieser gesamten Datendebatte gerade darin liegt, dass die Bürger einfach nicht verstehen, was da vor sich geht. Weil man es eben nicht einsehen kann, so richtig, oder? Das halte ich für Quatsch. Die Informationslage ist ja da. Diese Snowden-PowerPoint-Präsentationen waren an Klarheit ja nicht zu überbieten. Und es hat sich niemand erschrocken, sondern das, was man an jeder Ecke gehört hat, ist, ich habe nichts zu verbergen. Und das bedeutet, dass die Menschen nicht verstanden haben, was für eine neue Bedrohung durch die Verknüpfung von Metadaten und die Automatisierung da entsteht. Weil wenn man was konstruieren will, dann kriegt man das auch hin, egal wie viel oder wie wenig jemand zu verlangen. Wir haben es erst verstanden, als klar war, dass am Pariser Platz nicht weit von hier ein Agent hinter einer Mikrowellenantenne sitzt, die er auf Angela Merkel richtet. Das war nämlich das Leben der anderen. Das kennt man. Ja, der hatte einen Kopfhörer auf und der hat das auf ihr Telefon gerichtet. Aber alle Informationen, die wir davor hatten, waren eine viel größere Katastrophe. Mhm. Ja, das heißt, wir empören uns dann, wenn es um eine persönliche Information geht, aber wir empören uns nicht, wenn es systematisch wird. Aber wenn wir uns jetzt noch nicht empört haben, was macht dich dann hoffen, dass wir uns in Zukunft empören werden? Und wenn das einzige Mittel ist, dass wir dann irgendwann mal zu mehr Sicherheit kommen? Na, ich glaube, an anderen Stellen hat es ja auch funktioniert. Ich glaube, dass die Menschen ein sehr gutes Gefühl für die Grenze haben, wo es überschwappt. Aber bis jetzt scheint es noch okay zu sein. Es gibt ja so, bei dieser Verschlüsselungsbeispiel gibt es immer dieses, du schreibst es doch nicht auf Postkarten. Ja? Ich schreibe total viele Postkarten. Also ich glaube, dass wir sehr gut differenzieren können, was auf einer Postkarte gehört und was nicht. Und es gibt auch Sachen auf einer Postkarte drauf, die schreibe ich drauf und selbstverständlich ist es vollkommen okay, wenn der Briefträger die mir einwirft und der guckt dabei auf die Postkarte und sagt, ah, Teneriffa oder was auch immer. Schreibst du auch manchmal nur was für den Briefträger drauf? Ich mache das manchmal. Nein, mache ich nicht. Okay. Aber es gibt natürlich dann diesen Moment, dann gibt es einen Dialog mit dem Briefträger, aber ich hätte nie das Gefühl, hier ist eine Grenze überschritten worden. Wenn der aber vor dem Auftragen alle Dinger fotografiert, irgendwie katalogisiert und daraus was anderes... Und ich dann darüber mal informieren würde, dass er das gemacht hat, würde man sich bedroht fühlen. Dann wandert der in den Knast. Punkt.
Das ist doch ganz einfach. Mhm. Da gibt es auch überhaupt gar keine Grauzone. Jeder von uns hat dieses Gefühl in sich. Mhm. Und das Gleiche funktioniert mit den Daten in der Cloud doch auch. Natürlich ist es ein Unternehmen so, ich meine, ich habe das selber erlebt, da gibt es IT-Administratoren, die können auf Daten zu, aber die tun es nicht, weil aber sozusagen, wo die Möglichkeiten vorhanden sind, die Möglichkeiten, Schindluder zu treiben, sind immer vorhanden. Aber dann, wenn es einer systematisch tut, und das ist ja das, was wir offenbar gerade erleben, dass systematisch gemeine Sachen mit meinen Daten passieren. Also da müssen wir die Möglichkeiten verringern, Schindluder zu betreiben. Ist es das? Nein, wir müssen die einfach wegsperren. Nein, ich meine, erstmal musst du ja die Möglichkeiten verringern, dass überhaupt jemand was Böses damit machen kann. Da geht das nicht technisch? Kann ich nicht auch eine Cloud schaffen, wo keiner reingucken kann, der sie verwaltet? Was ist denn das System, was wir haben, damit es keinen Versicherungsbetrug gibt? Das geht nicht. Das System, dass es keinen Versicherungsbetrug gibt, funktioniert dadurch, dass wir Menschen, die Versicherungen betrügen, sehr hart bestrafen. Okay, was konkret schlägst du jetzt vor? Dass wir Menschen, die systematisch meine Daten ausforschen, sehr hart bestrafen. Gut, an die NSA kommst du jetzt leider nicht ran. Na, ich nicht. Ich komme ja auch nicht an Versicherungsbetrüger ran. Also du denkst, der Staat muss mehr tun, damit sowas wie Cloud Computing zum Beispiel sicherer wird? Ich denke, die Bürger müssen sich mehr empören. Mhm. Damit der Staat dann darauf reagiert. Damit zumindest. Der Gesetzgeber reagiert und damit es dann Exekutive gibt, die reagieren kann. Also du denkst, das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, um so etwas in Zukunft auch generell sicherer zu machen. Strukturell ist er da ein Profi. Aber strukturell ist wer der Profi? Frank oder Philipp? Dazu eine Ergänzung. Eine ganz kurz zur Transparenz. Transparenz als nicht zurückgehen gerade. Doch, das ist wichtig. Okay. Transparenz als Selbstzweck funktioniert natürlich nicht. Sondern, und dann haben wir schon den Bogen, es muss immer erklärt werden, was das bedeutet. Also man braucht sozusagen an diesem Punkt... So wie Sandro sagte, nur was offenlegen, womit keiner was anfangen kann, das bringt nichts. Das funktioniert nicht so. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass ganz viele Leute überfordert sind. Überforderung drückt sich an diesem Punkt dann dadurch aus, dass die Gesellschaft aktuell aus meiner Sicht nicht in der Lage ist, zu definieren, wie eigentlich eine digitale Gesellschaft, eine Definition von, wie gehe ich mit dem Internet und im Internet um, in einer positiven Weise nicht stattfindet. Es gibt keine positive Definition. Es sind alles immer, ich habe Angst, Skepsis etc. Wenn diese positive Definition aber nicht da ist, dann kann ich auch nicht merken oder spüren, was ich denn verlieren kann. Mhm. Und erst wenn ich das spüre, dann kommt diese Erregung oder dieser Widerstand oder was auch immer. Und ich glaube, dieser Punkt fehlt an diesem Punkt. Möglicherweise, aber so funktioniert das ja oft. Wie bringst du das den Leuten bei, dass also positiv, negativ, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwammig, finde ich, was du gerade gesagt hast, leider. Naja, man muss definieren, wo sozusagen die roten Linien sind. Wo sind Wer die macht roten das denn? Linien? Mann. Jeder, du sagst immer jeder Mann. Persönlich. Mhm. Jeder also wir sind jetzt selber verantwortlich. Muss definieren, wo seine Grenzen sind, was er denn will, dass genutzt wird von seinen Daten, wo er zustimmt, wo er nicht zustimmt, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, etc. Und jeder kann diese Schwelle für sich ziehen. Naja, aber dieser Punkt findet aus meiner Sicht noch nicht statt. Ich weiß nicht, ob das auch anders gesehen wird. Aber immer wieder das schöne Beispiel, Facebook wird dann ja gerne genannt, dass Leute ja angeblich selber schuld sind, wenn sie Saufparty-Fotos von sich da hochladen, dass sie sich doch bewusst sein müssen, dass die irgendwer dann auch mal sieht oder die irgendwo gespeichert sind. Das meinst du? Eigenverantwortlichkeit mit der Technik oder was? Genau, ich muss mich mit der Technik anfreunden, um auch zu verstehen, was ich da tue. Mhm. Das ist genau dieser Schritt. Plus, ich muss es definieren, auch staatlicherseits definieren, wo möglicherweise Grenzen sind für Dritte, für Bürger, die sich möglicherweise, warum auch immer, nicht wehren können. Mhm. Das muss man auch immer sehen. Frank, ich finde das interessant, was die beiden gesagt haben, aber vielleicht kannst du mir von der technischen Seite noch ein bisschen weiterhelfen. Genau, damit wollte ich gerade einhaken. Danke. Also ich bin bei den Dingen schon mehr oder minder d'accord, aber ich bin fest überzeugt, dass wir auch mit Technik was tun können. Mhm. Ja? Ich tue mich schwer damit, irgendwie einem Malermeister irgendwie, also mit so einer Vorstellung, ich muss jetzt den Malermeister irgendwie sensibilisieren und irgendwie, da muss ich ganz viele... Er muss eine positive Einstellung entwickeln? Ja, ich glaube, also es gibt auch technologische Ansätze, mit denen man da durchaus was machen kann. Sag mal was, wo es hingeht. Also es gibt zum Beispiel Ansätze, einfach Daten wie so eine Glasscheibe praktisch in viele, viele kleine Scherben zu zerteilen und die auf viele verschiedene Anbieter zu verteilen. Und dann weiß nur ich, wie ich diese Glasscherben irgendwie wieder zusammensetzen kann. Das ist so ein bisschen wie Papierschnipsel machen und die irgendwie in 5 Büros packen und selber aber noch den Bauplan zum Zusammensetzen dieser Papierschnipsel haben. Also ich verteile meine Daten selber auf ganz viele verschiedene Dienste. Und dann kann man das Ganze natürlich, sag mal, an eine Zwischenschicht auslagern, die das dann für einen macht. Ja.
Und dann, die das zersplittern machen. Die das zersplittern mhm. machen nach bestimmten Vorgaben, die aber mehr oder minder von mir, also praktisch in meinem Hoheitsbereich läuft. Und die dann wiederum irgendwie so Dinge wie, naja, so die traditionellen Speicheranbieter dann nutzt. Mhm. Das ist so eine Möglichkeit. Und dann, dann müssen wir uns irgendwie gar nicht mehr die Frage stellen, wer da denn jetzt irgendwo auf irgendeiner dedicated Fiberline irgendwie schnorchelt. Ja. Was ist eine Dedicated Fiber? Also auch so eine die haben wir dann auch wieder nebenan. Halt, ihr habt mich verloren. Also die auf ein, das ist ja das, was bei Google passiert ist, dass sie praktisch eine eigene Glasfaserleitung hatten. Ja. Und da haben sie gesagt, die ist, das ist unsere, da müssen wir jetzt auch nicht verschlüsseln über diese Leitung, die zwischen zwei Rechenzentren geht. Und dann kam eben dieser Smiley von der NSA, die sich dann eben doch draufgesetzt haben. Und zwar wo zwischen zwei verschiedenen Datenzentren zwei hin und her genau, getauscht wurde. Genau, wo, man, wo praktisch Google dann gedacht hat, das ist irgendwie alles uns, alles intern und so intern war es dann eben doch nicht. Also das ist so ein Verfahren, das machen wir alles mit dem Karlsruher Hut. Warum hat sich das noch nicht durchgesetzt? Weil das einfach eine Zeit lang braucht, bis das fertig ist. Ach so, wie lange dauert es noch? Im kleinen Maßstab gibt es das ja schon. Ja, also im kleinen Maßstab gibt es das schon. Das musste ich dann aber auch noch, also dann haben wir noch wieder die Probleme, wenn die Technik da ist, dann muss man das auch, dann haben wir es aber eher mit ökonomischen und nicht mit technischen Problemen zu tun. Genau. Und ja, ob der Service für ihn geeignet ist, um Videos zu streamen? Eine Dropbox wird benutzt, mal als Beispiel, irgendwie nicht, weil das irgendwie jetzt, ja, vielleicht auch, weil es ein super Service ist, aber eben auch, weil das eben alle benutzen, ja. Mhm. Ich bin auf Facebook, oder also ich nicht, aber viele sind auf Facebook einfach, weil da eben alle sind. Ja. Geht das jetzt in diese Richtung Dezentralisierung, was wir eben schon mal öfter gehört haben? Also wenn man sowas mit so einer Zwischenschicht zum Beispiel macht und dann kann man sagen, ich habe jetzt, also was ist Sicherheit, können wir auch wieder stundenlang drüber reden, der eine hat vielleicht die Anforderung, dass die Daten immer verfügbar sind. Der andere will, dass sie einfach vertraulich sind. Das sind, wir sagen dann immer, Schutzziele, die sich unter Umständen auch widersprechen. Ja? Die einfach vielleicht auch prinzipiell nicht alle gleichzeitig realisierbar sein können. Und wenn man, das machen wir zum Beispiel gerade, dass wir so eine Zwischenschicht bauen, mit der man dann sagen kann, jetzt möchte ich für diesen, sagen wir, für diesen kleinen Container für die einfach Verfügbarkeit haben. Okay. Ja? Und der verteilt das dann so, dass das irgendwie, dass einer von drei genutzten Anbietern dann ausfallen kann und dann habe ich den Datenschutz. Ich finde so, dass das Problem von mehr, mit der informierten Entscheidung wird durch mehr Technik eigentlich immer nur kontinuierlich schlechter. Das ist, also informierte Entscheidung ist dann was nochmal genau der meinst du, Sandro, mit informierter Entscheidung? Also ich informiere mich vorher. Eine mündige Entscheidung für mich treffe, was ich tun will und wo ich dann halt mich empören muss und was ich tun soll. Und dann, da ist mehr Technik, ist also meine Erfahrung einfach so, wenn du die Politiker zum Beispiel oder Entscheidungsträger in der Wirtschaft zuschüttest mit neuen Technologien und das kann man entwickeln, das kann man, dann kommt dein Konkurrent und sagt, das ist alles Quatsch, was der Frank erzählt, hier, das muss man machen und das ist alles viel besser und da gibt es die Probleme und die und nächstes Jahr geht das den Bach runter. Also und dann gibt es 1000 Lobbyisten von Firmen, die den Kram von letzter Woche noch verkaufen müssen. Und wie will ich da als Laie eine mündige Entscheidung treffen? Bin ich vollkommen dabei. Unmöglich. Mündige Entscheidung ist nochmal eine andere Frage als sagen wir mal, irgendwie Sicherheit irgendwie umzusetzen. Und mündig entscheiden ist nochmal was anderes als die diversen anderen Schutzziele, die wir also da auch haben. Da muss ich entweder unmündig entscheiden und dann oder jemand so nach muss Bauchgefühl und dann ärgere ich mich eben nicht über die NSA, weil es mich eben First Order sozusagen nicht betrifft. Ja, die Navy SEALs kommen jetzt nicht nächste Woche, weil ich irgendwelche komischen Sachen auf Schnee von morgen geguckt habe. Ja. Und dann den Rest, der Rest ist dann sozusagen eine Expertokratie. Ja? Dann sind wir bei Platos Republik und aber dann hallo, sollen hallo, die hallo, Leute. Geht das nicht eher in die Richtung, was Nikolai vielleicht auch schon angeregt hat, dass es Leute geben muss, die dann eben Entscheidungen treffen, die Grenzen setzen, die Regeln vorgeben, die uns sagen können, was ist sicher, was nicht. Gut, jeder hat irgendwo ein Eigenmotiv, klar, aber sagen wir, es gibt ja sowas wie neutrale Forschungsinstanzen, die uns das vielleicht sagen können. Hm? Also das habe ich noch nicht gesehen. In Deutschland ist es auch schwierig. Frank ist absolut neutral. Frank natürlich, aber so zum Beispiel die Fraunhofer und so, die sind so Drittmittel geprügelt inzwischen und so eng gebunden an die Industrie, mit der die Gruppe. Die müssen auch das Lied singen von dem, der da das Drittmittel rein. Also du bist jemand, der am Ende des Abends hier heute rausgehen wird und sagen wird, Leute, akzeptiert es, es gibt diese Sicherheitslücken, wir müssen damit leben. Sandro. Ja, nö, also ich muss das schon so granularer auflösen. Ja? Wenn ich jetzt so ein Durchschnittsvideogucker bin, dann ist das für mich nicht relevant. Ja? Ich habe dann kein Sicherheitsproblem. Wenn ich aber ein forschendes, entwickeltes Unternehmen bin, dann muss ich mir darüber andere Sorgen machen. Und dann habe ich das Problem, dass ich mich nicht mündig entscheiden kann, dass ich mich empören müsste über die NSA, weil die das möglicherweise an ihre Wirtschaft weitergibt und mein Unternehmen dadurch den Bach runtergeht und so. Aber das muss man halt danach auflösen, wer ist in welcher Form betroffen und wer braucht jetzt welche Art von Schutz und welche Art von
Wir müssen ja quasi Protégés dann aufbauen, die das tun. Und wie kann man die unabhängig hinbauen? Ja, das, also die Unabhängigkeit ist für mich jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo jetzt ja viel Geld losgetreten wird und die Regierung will was machen, die Wirtschaft will was machen, alle wollen Geld ausgeben. Da strömen natürlich die Lobbyisten Heerscharen ein und versuchen alles Mögliche zu verscherbeln. Und da ist Unabhängigkeit gerade ein großes Problem. Ja, weil es gibt jetzt kaum unabhängige... Du meinst jetzt bei der Weiterentwicklung von solchen Technologien? Bei der Weiterentwicklung von Sicherheit. Und da gibt es kaum unabhängige Instanzen, die sagen können, was man tun soll, was man nicht. Und ich finde, wir haben auch da ist ein Problem mit unserer Forschungslandschaft. Da haben durch diese Drittmittelprügelei haben wir die so richtig verdorben. Ja, da gibt es also ganz wenige, die ihnen wirklich unabhängig sagen würden, das können sie kaufen, das können sie nicht kaufen. Ja. Also ich möchte vielleicht nochmal irgendwie... Einfach ein, du bist der Ausnahme. Nein. Ich mag das nicht so irgendwie unkommentiert stehen lassen, nur die Frauen, Frau Kollegen sind alle nur irgendwie nicht alle, aber und sagen alle nicht die Wahrheit, sind alle nicht neutral oder so. Und wir forschen auch auf Drittmittelbasis. Es geht auch gar nicht mehr anders. Vertieft euch nicht in diese Gelddiskussion jetzt bitte. Genau, das ist aber eine andere Baustelle, vielleicht ein andermal. Ich sehe das schon, dass es einen guten oder gute Gründe dafür gibt, zu sagen, es muss irgendwie zumindest so Leitplanken geben. Also ein Raum, in dem man da doch eine gewisse Freiheit hat, aber wo man dann auch sagt, ob das nun staatlicherseits oder wer auch immer, dass man sagt, so in diesem Rahmen bitte und darüber hinaus nicht. Mhm. Ja? Und da. Was dich dann schon wieder für ein Problem stellt, wenn es internationaler wird, oder? Genau, also wir haben zum Beispiel dieses ominöse Safe-Harbor-Abkommen. Mit den zum USA? Zum Beispiel eine einzige Katastrophe, so wie es jetzt ist. Kennt das jeder, das Safe-Harbor-Abkommen mit den USA? Daten, die untereinander ausgetauscht werden? Okay, gut. Sag ich nichts mehr zu. Können wir, also ein die USA haben sich mehr oder weniger darauf eingelassen, dass sie sich an europäische Regeln da halten, mit gewissen Ausnahmen, die der Patriot Act dann wiederum bereithält. Ja, also es ist vielleicht ganz kurz, ursprünglich hieß es, personenbezogene Daten dürfen im Regelfall nicht außerhalb Europas, also Europa nicht verlassen, es sei denn, es ist ein angemessenes Schutzniveau, das so ist wie in Europa. Und dann gibt es eben so ein Abkommen zwischen, hat man irgendwann gemerkt, oh, das wäre ja irgendwie blöd, wenn die USA irgendwie dieses nicht haben, und hat man ein Abkommen gemacht, mit dem sich einzelne US-amerikanische Unternehmen oder auch andere praktisch bestimmten Regeln unterwerfen können, und damit heißt es dann, per Dekret ist jetzt eben das angemessene Schutz, das ist adäquat. Mhm. Und das ist aber seit Jahren bekannt, dass das also ein vollkommen stumpfes Schwert ist. Das ist so stumpf wie ein Hammer. Kann ganz schnell ausgehebelt werden. Also es wirkt nicht. Ja. Punkt. Und wir bauen gerade in Europa einen neuen Rahmen. Es wäre eigentlich die Möglichkeit, da jetzt was zu reparieren. Mhm. Es gibt aber so Tendenzen, das irgendwie im Wesentlichen zu lassen. Beim europäischen Datenschutzabkommen. Also Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und dann muss man sich auch wieder die Frage stellen, ob man diesen Safe Harbor Päckchen vielleicht mal wieder aufschnürt. Und aber ihr lasst mich jetzt gerade hier so ein bisschen vielleicht von mir einmal. Also ratlos zurück. Man soll ja nicht so tun, als hätten wir im letzten Jahr keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Also man kann das ja auch noch einmal zusammenfassen. Wir wissen heute, dass die paranoiden Nerds der letzten 10 Jahre alle recht hatten. Mhm. Und zwar in jeder Hinsicht. Mhm. Ja, also jede Verschwörungstheorie der letzten 10 Jahre, bis auf ein paar Freakshow-Bestandteile, hat sich bestätigt. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, wir wissen, dass ein Großteil der Verschlüsselungsalgorithmen, die in der Zeit propagiert wurden, für sichere Kommunikation einfach irgendwie auch nicht funktioniert hatten. Also der im Großteil der SSL-Kommunikation, also okay, sind wir... Das ist sicher nicht am Algorithmus. Also. Gescheckt. Das ist sozusagen Dinge, von denen wir sicher waren, dass sie halten würden, dass haben nicht gehalten. Okay. So, Punkt. Das ist irgendwie der Zustand heute. Die Sachen, die gehalten haben, sind an der Hand abzuzählen und waren auch in der Vergangenheit nicht einfach anzuwenden. Das ist irgendwie der Zustand, in dem wir heute leben. Ja. Also deshalb meinte ich einfach so, sozusagen diese technische Basis ist erstmal von den Sachen, die wir geglaubt haben, dass sie funktionieren würden, wissen wir heute, dass sehr wenig gehalten hat. Deshalb propagiere ich halt, natürlich muss es technologisch weitergehen, natürlich müssen wir an neuen, einfacheren Methoden arbeiten, verschlüsselte Daten von A nach B zu pumpen. Mhm. Ich halte diese Deutschland-Net-Debatte dabei für eine Katastrophe, aber dass sich sowas wie, also zum Beispiel wissen wir heute, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Kommunikation sehr gut ist. Und dass, wenn irgendjemand in der Mitte sitzt, egal mit welchen Interessen, der sagt, was anderes würde gut sein, dann stimmt es nicht. Das wissen alle außer die Politik. Mhm. So, aber das ist sozusagen hier in der
Runde wird niemand sagen, die andere Art der Verschlüsselung ist genauso gut oder sowas. Das ist einfach Quark. Und an anderen Stellen müssen wir es halt gemeinsam noch rausgucken. Aber ich glaube, das Defizit ist ein moralisches, weniger als ein technologisches. Okay, das ist dein Standpunkt. Klaus, was würdest du sagen? Was ist unser größtes Defizit, wenn es um Cloud Computing geht? Ich kann mich dem nur anschließen. Es gibt bestimmte Angriffe und Angreifer, die man einfach mit noch mehr Technik nicht erschlagen kann, weil sie einfach... Weil sie auch noch mehr Technik aufrüsten nicht, werden. Nicht mehr Technik aufrüsten, sondern weil sie sich einfach über bestimmte Regeln, die gesetzt worden sind, nämlich die roten Linien, die definiert worden sind, hinweggesetzt haben. Und da muss angesetzt werden. Also bleibt es bei Eigenverantwortung, sich viel informieren, soweit es eben geht, versuchen, sensibel mit seinen eigenen Daten umzugehen und immer so ein bisschen versuchen, ohne sich abschrecken zu lassen, auf der Höhe der technischen Zeit zu bleiben, oder was? Philipp? Definitiv, auch ich kann mich da anschließen. Ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Man wird kein One-Size-Fits-It-All-Rezept irgendwo rausholen können. Das sind immer verschiedene Punkte, die hier eine Rolle spielen. Klar, wäre es wünschenswert, wenn eine dritte Person oder eine Institution da wäre, die mir selber Entscheidungen abnimmt. Im Idealfall wären das ja auch Unternehmen, die Angebote machen, die dann durch Dritte wieder überprüft werden, etc. pp., wo ich am Ende sagen kann, ja, das ist was, was okay ist. Aber ich werde nie darum rumkommen, zu sagen, es ist alles sicher. Mhm. Es ist nicht alles sicher. Davon muss ich dem Grunde nach ausgehen. Das ist eine Illusion. Ich glaube, das ist definitiv eine Illusion. Mhm. Und ich kann aber mich so gut anstrengen, wie ich es selber für möglich halte und auch kann, um es sicherer zu machen. Und trotzdem kannst du wenig sein. Genau. Sandro? Ach, ich hatte, also da bin ich ein bisschen bei Frank, also den Durchschnitts-User, von dem jetzt oder auch von Unternehmen, den abzufordern, dass sie irgendwelche informierten Entscheidungen treffen, ist einfach nicht möglich. Ja, das können die nicht. Also selbst bei uns in Expertenkreisen ist es schon schwierig, über alles so den Überblick zu behalten und dann hier und da auch noch informierte Entscheidungen zu treffen. Das funktioniert nicht. Ja. Wir brauchen dann tatsächlich eine kompetente Politik, die sich damit auseinandersetzt und die dann halt eben die Grundrechte, die wir da realisiert haben möchten, und das sind keine anderen als die, die wir auch so im normalen Leben haben möchten, in diesem Feld dann umsetzt. Ja. Mhm. Und die brauchen wir dringend. Die braucht einfach auch da mehr Geld, mehr Personal, mehr Expertise. Dazu brauchen wir ganz wichtig auch sehr viel mehr unabhängige Wissenschaft, die dann halt eben auch unabhängig berät, was gut ist und was nicht gut ist, die vielleicht auch erstmal rausfinden muss, was gut ist und was nicht gut ist. Und dann muss das in dem Feld leider so sein, dass die dann die Entscheidung für uns treffen. Das können sie transparent machen, ja, und mit Peer Review, dass man das im Zweifelsfall nachrechnen kann sozusagen, wenn man dem nicht traut. Aber der Durchschnittsnutzer, dem irgendwelche Entscheidungen da jetzt aufzulasten, das wird nicht funktionieren. Also brauchen wir eigentlich noch eine ganze Menge. Ja, Geld vor allen Dingen. Ja. Für, ja. Frank. Ist so. Ja, bin ich voll dabei. Natürlich brauchen wir alle mehr Geld von Forschung. keine Frage. Fachliche Kompetenz in die maßgeblichen Entscheidungen zu tragen, ich glaube, da liegt noch einiges im Argen. Mhm. Also es gibt über Parteigrenzen hinweg, es gibt ganz, ganz viele fähige, engagierte Menschen in den Parteien. Und wenn die aber, es gab da gerade den ganz prominenten Fall, wenn die dann aber irgendwie immer klein gehalten werden und dann am Ende des Tages von ich sag mal, alten, grauen Männern in politischen Sprechern abgewatscht werden, wie irreell das doch ist und sie mögen doch bitte mal in die wahre Welt kommen und so. Ich glaube, da fehlt es an den richtigen Stellen zum einen an Kompetenz oder zumindest an der Erkenntnis, dass andere vielleicht in anderen Bereichen auch Kompetenz haben könnten. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir schließen unsere kleine Diskussionsrunde an dieser Stelle. Es gab ein paar Anregungen. Ihr alle könnt euch jetzt selber überlegen, welche Cloud Computing Services ihr nutzen wollt oder nicht. Vielleicht ein paar Anregungen mitnehmen. Hat denn jemand die Namen von allen Gästen behalten? Ich habe das ja zu Anfang der Stunde gebracht. Kann die jemand aufsagen, auswendig? Es gibt eine Flasche Wein zu gewinnen. So vorweihnachtlich? Keiner? Da muss ich selber verabschieden. Klaus war da. Ich mach's mal den Vornamen nur. Nikolai, Philipp, Sandro und Frank. Toll, dass ihr bei uns in der Runde wart. Das war's vom Digitalen Salon für diesmal. Im Dezember wird's eine Art wundervolles Überraschungspaket geben rund um den Digitalen Salon. Und im Januar sind wir wieder frisch für euch da. Viel Spaß beim Weihnachten feiern und Neujahr feiern und dann bis Januar 2014. Schön, dass ihr da wart.